Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play Captain Toad Treasure Tracker. Weiter geht's mit Drehrädern in der Kugelwilli-Basis. Jo, der Name sagt alles. Es gibt Drehräder, es gibt Kugelwillis. Passt. Da haben wir schon den ersten Gem. Was ist denn da drin? Gar nichts. Oder? Nee. Und auf der anderen Seite auch nichts. Ja, wir sollten auf jeden Fall immer ein bisschen weiter drehen. Das ein oder andere Mal haben wir dadurch ja schon Secrets gefunden. Oh, das war aber knapp. Ah, dahinter ist ein Gem. Moment, da kommen wir auf jeden Fall so rüber. Und ich denke, dann müssen wir hier runterfallen, ne? Nee, doch nicht. Ey, wie kommt man denn da runter? Ach so, ach, Leute. Klar. Ja, manchmal ist es so leicht, dass man es nicht sieht, ne? Ja, ich weiß, ich hätte ausweichen sollen. Ich gucke mich hier nur noch um. Tja, was könnte denn hier die Bonusaufgabe sein? Na los, mach mal hier den Block kaputt. Eventuell, keine Ahnung, aktiviere alle Fragezeichenblöcke oder so. Oder besiege alle Gegner, könnte ich mir hier auch vorstellen. Da vorne kommen wir auf jeden Fall an den... Nein! Oh, ernsthaft? An den letzten Gem ran, wollte ich sagen. Ja gut, dann das Ganze nochmal in Schnelldurchlauf. Immerhin bleiben die Gems gespeichert. Das ist ja schon mal ein kleines Trostpflaster. Ah, ich war zu ungeduldig. Ich hätte einfach nur ein bisschen warten müssen. Dann wäre ich da auch rübergekommen. Ja, immer das gleiche Thema bei mir. Ungeduld, Ungeduld, Ungeduld. Ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt. Na, schau an, das wollte ich ja. Ja, das ist aber auch knapp, ne? Muss man jetzt fairerweise dazu sagen. Also vom Timing her meine ich. Ah, hier kann man die Plattform drehen. Oh, da ist doch mit Sicherheit irgendwas versteckt. Wieder so typisch. Ja, schau mal einer an. Das ist so klar. Und ich denke mal, der goldene Pilz, der war dann auch die Bonusaufgabe. Oh.
Yay, sehr schön. Und als nächstes suchen wir natürlich wieder den Pixel Toads. Wo könnte der Schlingel sein? Also spontan sehe ich ihn auf jeden Fall nicht. Da irgendwo drin, ne. Da irgendwo drin auch nicht. Ja, wir können den Level ja erstmal regulär durchspielen. Vielleicht da vorne? Naja, aber ich höre das Geräusch auch nicht. Also ich höre ihn auch nicht kreischen. Nee, Moment. Oh, ich habe ihn gesehen. Oh, Moment, ich habe den gesehen. Der springt da aus dem Feuer raus. Oh. Wie gemein. Das heißt, man sieht den gar nicht die ganze Zeit. Das ist ja schon eine fiese Kiste jetzt. Der Herr der Glutspitze? Oh, was? Gibt's hier auch Boss-Level? Fighter, wie süß. Ja, du bist ein richtiger Kämpfer. Wow, mega. Der sieht ja krass cool aus. Ja, wobei, wie greift man ihn denn an? Muss ich jetzt eine Pastinake auf den drauf werfen? Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Boah, sehr, sehr knapp. Hier warten wir mal kurz. Aber auch hier muss ich wieder sagen, das ist grafisch schon ganz schön beeindruckend. Für ein Switch-Spiel, beziehungsweise genau genommen sogar für ein Wii U-Spiel. Denn ich meine, ja, ursprünglich ist das auf der Wii U erschienen, ne? Moment, wollte doch gerade sagen. Boah, das war schon wieder so knapp. Ah, nur nicht ungeduldig werden. Da ist der letzte Gem. Übrigens keine Ahnung, ob ich mich hier beeilen muss. Ah, da oben ist einfach nur ein Stern. Ja, das heißt, man muss ihn gar nicht besiegen, sondern man muss tatsächlich einfach nur das Ende des Levels erreichen, also quasi wie in den regulären Stages. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Oh nein! Los!
Ach Quatsch! Nee! Was für eine witzige Idee! Aus Versehen besiegt! Bestes Spiel aller Zeiten. Das kleine Schnuckelchen. 45 Münzen gesammelt. Jo, haben wir erledigt. Was hier sehr, sehr interessant wird, ist die Suche nach dem Pixeltoad. Denn das ist ja hier grundsätzlich ein relativ hektischer Level. Heißt, das wird vermutlich schwierig, den zu finden. Aber wir probieren das einfach mal. Vielleicht auf seinem Kopf. Oder an seiner Schnauze. Oder in seinem Mund. Kann alles sein. Hey, da oben! Oh, 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 oh. Bei den Verstecken dieser Pixeltoads haben sie sich aber auch wirklich Mühe gegeben. Was haben wir hier? Das nächste Kapitel. Die Suche nach dem Riesenvogel. Nichts. 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 Schön, dass man weiterblättern kann. Mein Herz schmilzt. Na, dann kriegen wir ja doch noch ein Level. Und zwar gestrandet mit Kriech-Piranhas. Wunderschön. Ein Urlaubslevel. Also zumindest grafisch. Und da sehe ich auch schon den ersten Gem. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen aufpassen mit den Pflanzen. Ah, die kann man zurückstoßen, wenn man die antippt. Da haben wir eine Pflanze, die sehr, sehr auffällig aussieht. Ich gehe mal davon aus, dass da ein Gem steckt. Da unten haben wir einen und dann hätten wir höchstwahrscheinlich schon alle. Also entweder hier ist ein Gem oder da ist ein Gem. Würde beides ganz gut passen. Kann ich den Kleinen denn da vorne rupfen? Jo, den kann man rausziehen. Aber wisst ihr, was wir auch noch machen sollten? Wir sollten einmal hier durchs Wasser latschen. Münzen. Captain Toad ist aber auch ein guter Schwimmer, muss man dazu sagen. Und der kann seine Luft echt sehr, sehr lange anhalten. Ja, ein echter Abenteurer eben. Ja.
Die große Frage ist, wie kommt man da runter? Ich bin mir inzwischen fast sicher, dass da ein Gem drin ist, aber wie soll man denn in diese Höhle reinkommen? Gut, ich habe nichts gesagt. Da oben sind ja noch mehr Münzen. Wie soll man die Münzen denn bitte kriegen? Man auf die Pflanzen draufsteigen? Nee, kann man nicht. Ich wüsste gerne, wie ich die Münzen kriegen soll. Na, beenden wir erstmal den Level, bevor ich jetzt hier noch drauf gehe. Ah, eine Aufgabe ist 70 Münzen gesammelt. Kann sein, ich hätte die Pflanzen besiegen müssen wahrscheinlich mit den Maulwürfen. Vielleicht war das die Taktik, die ich gerade nicht geblickt habe. Aber suchen wir erstmal den Pixeltoad. Ein bisschen Abwechslung. Wobei wir können einmal ganz kurz ausprobieren, ob man die Pflanzen wirklich besiegen kann. Ja, da kriegt man noch ein paar Münzen Bonus. Trotzdem, wie kommt man da oben? Ach, an der Seite kann man hochlaufen. Nein, ich habe das nicht gesehen. So ein Schmarrn. Dann wird das gleich eine leichte Kiste. Hey, da ist er. Apropos leicht. Ich weiß gar nicht, ob das vorhin gereicht hätte mit den Münzen von oben. Wie viele Münzen waren das? 70 insgesamt, ne? Aha, immerhin 3. Die hätte ich auch noch sammeln müssen. Vermutlich ist das hier sehr, sehr knapp kalkuliert. Gut, dann das Gleiche nochmal. Und bei diesem Versuch sammeln wir dann auch noch die Münzen oben hinter der langen Pflanze. Beziehungsweise wir machen die lange Pflanze auch noch fertig. Das reicht ja trotzdem nicht. Wie soll man denn hier noch mehr Münzen kriegen? Kann man die anderweitig besiegen? Keine Ahnung. Die Pflanze da unten könnte man sich gegebenenfalls noch drauf droppen lassen, aber sonst gehen mir hier echt die Ideen aus. Hier noch unsichtbare? Nee. Was waren doch 70? Oder habe ich mir jetzt vertan mit den 70? Sieht man das eigentlich irgendwo? Nee, sieht man nicht.
Schau mal einer an. Da sind noch welche. 69 habe ich. Zum Glück kann man hier an der Seite nicht runterfallen. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Pflanze noch von oben zu besiegen. Jo, und dann sind wir über 70. Sehr schön. Vor allen Dingen eine wirklich interessante Aufgabe. Ich finde das ganz cool, dass man sich dann hier Mühe geben muss und dass man dann wirklich aktiv suchen muss und sich was überlegen muss und so. Ja, Hauptsache, ich werde schon wieder angegriffen und sterbe hier fast. Boah, das wäre jetzt mega ärgerlich. Jetzt hier drauf gehen, wenn man gerade die 7 Millionen Münzen gesammelt hat. Münzen gesammelt. Erledigt. So ein schöner Level. Ja, und wie es hier weitergeht, liebe Leute, das erfahren wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.